Hi, ich grüße euch total recht herzlich. Heute mal in eigener Sache. Ich habe auch gerade Besuch gehabt hier. Rechtsanwälte, ja, Probleme mit dem Amt und so weiter. Mittlerweile haben wir auch Rechtsanwälte als Kunden, weil die Rechtsanwaltschaft sich auch verändert. So einfach wird das alles nicht im Jahre 22. Im Jahre 22 muss ein Rechtsanwalt das scannen und dann zum Gericht. Und das Gericht sagt, haben wir bekommen, aber der Rechtsanwalt muss sich auch darum bemühen, dass er so einen Scan auch dem Richter gibt, damit der Richter arbeiten kann. Also, im Jahre 2022 wird alles... Hallo, ich grüße euch total recht herzlich. Heute muss ich einfach mal sagen, mache ich es beruflich oder mache ich es Hobby? Das da ist Hobby. Warum sage ich das? Ich sage das, weil ich ja nun mal zu den Creators gehöre. Ich habe ja auch unterschrieben. Bei den Creators muss man unterschreiben. Dann gehört man zu Google. Google hat ja YouTube aufgekauft und dann diverse andere. Ich habe auch bei TikTok unterschrieben. Die wissen also ganz genau, wer ich bin, was ich mache. Und sie wissen es halt. So, ihr dürft es ja auch wissen. Ihr braucht ja nur bei UltraD Web TV googeln. Dann wisst ihr also auch genau. Standort, Rufnummer, Website, all sowas. So, heute ist mal hier so eine Art rote Karte. Eine rote Karte für alle, die gegen etwas sind. Ob das nun, also das hier sind jetzt die Neuen, darauf komme ich jetzt. Das sind die Anwälte, die sich jetzt auch neu einschreiben. Ich habe hier so einen Sozialanwalt hier in der Kirche gegenüber. Wenn ich Pech habe, ich habe noch kein Pech, Gott sei Dank, würde dann die Glocken läuten. Also, ihr wisst ja anhand meiner Videoclips, dass ich mit 5.1, 7.1 Kameras arbeite. Ich überlege auch, mit der 7.1 wieder zu arbeiten, weil ich die etwas anders einstellen kann. Weil diese 5.1 ist mir aufgefallen, die nimmt ja alle Geräusche auf. Ich habe jetzt zum Beispiel da einen DHL-Wagen, deswegen hört ihr dieses Klack-Klack und hin und her. Dieses Rauschen habt ihr sicherlich jetzt auch gehört, das war dann auch ein LKW. So, dieses Video ist gewidmet an alle TikToker, an alle Snapchatter und natürlich Facebook und natürlich YouTube. So, wir leben ab dem Jahr 2022 digital. Der Jugend ist es auf irgendeine Art egal, weil sie werden ja damit groß und sie werden damit leben. Das Alter aber, und darum mache ich dieses Video, das Alter kommt damit nicht klar. Ist so. Zum Beispiel Fax. So, ich faxe jetzt dieses hier. Dieses faxe ich jetzt hier ist ein Beispiel. Oh, Vorsicht, man muss ja in der heutigen Zeit vorsichtiger sprechen. Also, dieses ist jetzt ein Beispiel. Ich faxe dieses jetzt zweiseitig. Und dann bekommt ihr ein Gegenstück, wo drauf steht, dass ich gefaxt habe. Die Faxnachricht. So, die Faxnachricht steht dann hier oben. Und für meine Kunden, damit die wissen, dass sie wirklich tatsächlich gefaxt haben, weil meine Kunden können weder, sie wissen weder, wie funktioniert ein Fax, sie wissen weder, wie funktioniert mein Phone, sie wissen noch nicht einmal, wie kopiere ich richtig. So. Ich weiß auch gar nicht, ob ihr jetzt Interesse habt, mir zuzuhören. Aber es ist halt so. Wir leben in einer Zeit, die halt digital wird. So. Ich habe das jetzt hier extra mal gemacht mit den Anwälten, weil ich ja sehr viele habe. Anwälte habe ich. Auf der Seite habe ich alle hier. Ärzte, Anwälte, Staatsanwälte, Richter und so weiter. Ja, auch Polizei. Auch Bundespolizei habe ich hier auch. Ärzte, Bundespolizei, alles hier. Das sind zufälligerweise obendrein auch noch meine Freunde. Und auf die lasse ich nicht kommen. Dann habe ich hier auf der Seite natürlich ganz oben alle Künstler aus allen Sparten und danach der normale Bürger aus der ganzen Welt. So, das war jetzt ein Amazon, der war irgendwie falsch geleitet, davor war ein DHL. Gut, ich könnte demnächst mal die Kamera umgekehrt machen, nur ich möchte nicht, dass ihr die Leute da seht, die jetzt hier so reinkommen oder aus Versehen auf dieses kommen.
dann müsste ich die rausschneiden. So, das Rumgepiepe da, wisst ihr ja auch. Na? Ja, also ich habe heute Pressur. So, ich habe hier gerade die Textur, da wird jemand seit 8 Jahren gemobbt. 8 Jahre hält die Person das aus. Sie wird wirklich seit 8 Jahren gemobbt. Und deswegen komme ich auch darauf, Sozialanwälte, normale Anwälte. Und die, genau die, müssen ab dem 01.01.2022 ihre Sachen digitalisieren, müssen das dann zum Server schicken bei Gericht. Sie dürfen aber nicht vergessen, auch Sie bekommen einen Recall, wie beim Fax gibt es ja auch einen Recall, deswegen kam ich gerade darauf. Nur ich habe halt einen Service, wenn er, sagen wir mal, diese rote Karte jetzt mit einem Fax versendet, kommt die also hier raus. Hier ist die Faxbestätigung, wer die bekommen hat, eine Seite, und hier wäre dann die rote Karte. So. Nur wenn ihr dann eine gelbe, grüne, was weiß ich, schwarz-weiß Karte hinterher geschickt habt, dann steht natürlich hier oben drauf nur 4 gesendet, okay, und nur eine Farbe, ist klar, die Farbe, die ich zuerst gewählt habe. Aber wem soll ich das denn alles erklären? Ja, ihr alle wisst ja alles Bescheid, ihr könnt ja alles, aber das ist es ja. So. Ihr, die das jetzt seht, könnt alles, wisst alles. Ihr könnt Win 11 installieren, ihr könnt einen Computer umbauen. Schön. Aber ich spreche an sich für die Leute, die das nicht können. Die weder ein Fax, weder ein Copy, weder ein Datentransfer. Ja? Ich dürfte gar nicht so reden. Ja? Das ist halt so. Ich dürfte noch nicht mal anfangen von einem sogenannten Datentransfer. Ja? Warum mache ich so ein Video? Ich mache so ein Video, weil die Anwälte mich höflich gefragt haben, ob ich deren Sachen digitalisiere und versende. Ich hatte gestern so einen Aktenordner. So. Das Digitale hier ist, deswegen sage ich das, für die Bürger in den Kinderschulen. Ja? So. Ich habe jetzt Ärzte, also diese Fakultät, die ich gerade hier genannt habe, nur die vernichten ihre analogen, das nennt man ja analog, das Papier, und haben nachher gar nichts mehr. Da habe ich gesagt, ey Leute, haltet bitte fest, legt euch von mir aus irgendwie ein Safe an oder was, legt eure Sachen da rein. Ne? Ja, deswegen kommt nämlich der ganze Käse. So, viele Kunden wissen gar nicht, warum sie nochmal faxen sollen, ja, weil die alles, wie gesagt, vernichtet haben. So. Worauf ich jetzt hinaus möchte, alle, die demnächst digital arbeiten, brauchen aber einen sogenannten Digitalstempel. Und dieser Digitalstempel, den bekommt ihr, boah, wie, also ihr versteht das ja, was ich meine, die Signatur und das Ganze. Aber ich versuche ja Videos zu machen für Leute, die das alles gar nicht wissen, weil die wissen gar nicht, was das ist, die meinen jetzt wirklich, das ist ein Stempel. Ihr wisst ja, was ich meine. So. Wir müssen gläsern werden. Das heißt, ich gebe alles an, die registrieren das Ganze, habe ich ja gerade gesagt. YouTube bin ich registriert als Creator, bei Google bin ich als Creator, bei TikTok bin ich als Creator. So, und wenn wir dann arbeiten, wissen die, deswegen komme ich ja jetzt da drauf, weil YouTube mich gerade informiert hat, wenn ich ein Wahlvideo gemacht hätte über die Wahl, würde das gelöscht werden. Und darum geht es mir nämlich jetzt auch. Wenn wir hier Covid-19 Videos machen würden, würde das auch gelöscht, weil wir uns angeblich mit Covid-19 gar nicht auskennen. Punkt für dich aus. Angeblich kennst du dich damit nicht aus und deswegen wird dein Video gelöscht. Auf eine Art finde ich es gar nicht mal so schlecht, weil auch ich komme jetzt auch zum Ende, lieber witzige Videos machen würde, die gar nichts mit der Realität zu tun hat oder hätte. Das Problem ist aber,
da wir digitalisiert werden, ihr habt ja gerade das Piepen mitbekommen, ich konnte ja hier gerade die Textur auf meiner Uhr lesen. Ja? Also während ich dieses Video mache, lese ich hier die Textur auf meiner Uhr, ja? Und kann jetzt gleich zum Phon gehen und dann die Textur beantworten. So, das ist das heutige Digitale. Das ist der sogenannte Digital Highway mit Zuhilfenahme von Maschinen. Das war 1969 der Spruch. Das war mein Spruch. So, und dann wollte ich einen Kiosk haben, einen Digitalkiosk, um digitale Sachen zu verkaufen. So, heute im Jahre 2021, besonders ab dem Jahre 2022, kommt dieser Datenhighway, aber er kommt anders wie vor 40 Jahren geplant, vor 50 Jahren ausgedacht, kommt er nun daher. So, ich hatte gerade eine Griechin, die habe ich absolut nicht verstanden. Ich wusste aber, was sie wollte, weil sie ja mir den Finger gezeigt hat. Sie wollte also das, was auf ihrem Phone ist. Sie hat ausgerechnet ein Huawei. Und Huawei ist etwas komplizierter wie Samsung. Und iPhone ist noch komplizierter. Samsung ist an sich absolut kompatibel. Aber egal. Ich habe es dann halt gemacht und ich habe ihr auch alles erklärt. Ich hoffe, sie hat es verstanden. Weil viele müssen halt warten. Wir machen alles. Aber wenn ihr nicht das habt, was wir brauchen, muss man halt warten. Ja? So, die Profis wissen, was ein Ping ist. Die Profis wissen, wo die E-Mail zuerst hingeht und wer die verteilt und wo die dann hinkommt und so weiter und so fort. So, aber der Laie kennt es doch nicht. Der Laie weiß doch nicht, wie funktioniert sein Computer. Und der Laie weiß doch auch nicht, warum sein Win 11 nicht funktioniert. Ja? Oder der Laie hat noch XP auf dem Rechner, weil er ja halt nur das macht, was er macht. Und plötzlich geht es nicht mehr. So, ein Update gibt es nicht. Das muss man alles versuchen zu erklären. Also wir erklären tagtäglich die Welt der Computer und das ist nicht einfach. Ich habe wirklich tatsächlich auch keine Lust mehr, solche Art von Videos zu machen, weil das nichts bringt. Es bringt einfach nichts. Ja? So, Hobby, Beruf, Beruf, Hobby ein und dasselbe. Die Fakultät, Obrigkeit von Polizei, Staats und so weiter. Und der Normalbürger bis hin zum Künstler aller Sparten. Das sind zwei Welten. Die prallen aber digital so etwas aufeinander. Ja? So, ihr macht Instagram, ja? Ihr macht TikTok, ihr macht Snapchat und so weiter. So. Dieser Oberriemen da, der Sohn vom gewissen Oberriemen, ja, macht er ein. Dann wird er überführt, dass er so eine Kette nicht getragen hat. Obwohl er uns weiß, mal, er hätte so eine getragen. Nun, ich trage halt diesen Blödsinn hier, weil er mir geschenkt wurde. Ja. Ich meine, ich finde es hochgradig interessant, wenn ich irgendwas sage. Zum Beispiel eine Uhr, eine normale Uhr zeigt nur die Zeit. Punkt. Und wenn die Uhr stehen bleibt, zeigt sie dennoch zweimal am Tag die richtige Uhrzeit. Wenn die Uhr um 21 Uhr stehen bleibt, zeigt sie am anderen Morgen um 9 Uhr dieselbe Zeit. So sieht's aus. Punkt. Das zweimal. Ne? 9 Uhr abends, also 21 Uhr abends und 9 Uhr morgens. Sie steht auf 9. Punkt, fertig, aus. Boah, also mir ist wirklich aufgefallen, dass irgendwas nicht stimmt, es stimmt irgendwas nicht. Ich weiß nicht, ob die Menschheit zerrissen wird. Ich meine, ich musste gerade lachen, wie ein Kunde sagte, weißt du, die nächste Pandemie kommt doch auch, regt dich doch nicht auf. Ne? Vielleicht müssen wir dann bunte Masken tragen, wer weiß, ne? Und so weiter. Also was man uns hier alles tagtäglich erzählt, ist ja heftig. Ja? So, was heftig war hier, war nämlich der Sturm. Der hat hier uns einige Bäume umgeknickt. Ja? Das ist viel heftiger, da spricht kein Mensch drüber. Und dann der ganze Laub, darüber musste ich auch lachen, wie mein Postbote hier reinkam, sagte, sammelst du Laub oder was? Dann gucke ich ihn an, nein, ist durch die Tür geweht. So, dann werde ich hier gefragt, warum hast du eigentlich die Tür auf? Ist dir nicht kalt? Nö, so ruhig.
ich finde das in Ordnung. Die Tür auf, kommt Sauerstoff rein, ne? Ja, ist halt so. So, und ihr merkt, zum ersten Mal hatte ich einen richtig tollen Redefluss. Und zum ersten Mal hat es auch wirklich tatsächlich funktioniert, dass ich hier mal so ein Video machen konnte. Aber mir ist aufgefallen, dass Beruf, Hobby, Beruf nicht mehr so einfach ist. Es ist einfach nicht mehr so einfach, euch zu begeistern, mit euch irgendwas zu machen. Ja, das ist halt so. Grüße! Copy? Copy oder? Was brauchen wir?